Hallo, hier ist die Anna und heute zeige ich euch, wie ihr die dritte Ebene des Zauberwürfels lösen könnt. Vorab möchte ich euch noch drei Infos geben. Erstens, die dritte Ebene ist die mit den meisten Algorithmen, aber insgesamt muss man nur 5 auswendig lernen. Zweitens, der Weg, den ich euch zeigen werde, ist nicht die originale Anfängermethode zum Lösen der dritten Ebene, aber er ist der einfachste. Drittens, der Sexy Move ist ein Algorithmus, den man zum Lösen des Rubik's Cubes oft benutzen kann. Und er lautet R, U, R-Strich, U-Strich. Jetzt, wo ihr die wichtigsten Infos wisst, können wir loslegen. Bevor wir aber anfangen, muss ich erstmal die erste und die zweite Ebene lösen. Das habe ich jetzt gemacht und bei der dritten Ebene ist es so, dass wir die gelbe Seite oben haben. Genauso wie bei der ersten Ebene muss man bei der dritten Ebene zuerst ein gelbes Kreuz machen. Aber man muss aufpassen, dass die erste und die zweite Ebene dabei nicht kaputt gehen. Also dreht ihr F, dann ein sexy Move und dann wieder F'. Diesen Algorithmus macht ihr so oft, bis ihr ein gelbes Kreuz habt. Wenn ihr eine gerade Linie seht, dann dreht ihr sie waagrecht und führt den Algorithmus aus. So müsst ihr den Algorithmus nur einmal machen. Wie ihr gerade eben gesehen habt, als ich hier diese Stellung der gelben Steine hatte, habe ich diesen Algorithmus gemacht und dann hatte ich eine Linie. Dann habe ich ihn nochmal gemacht und dann hatte ich das gelbe Kreuz. Aber wir könnten es auch schneller machen, indem wir, wenn wir hier dieses haben, also diesen Winkel und da ein Schenkel zeigt hierhin, nach rechts also, dann können wir zwei hier nehmen, also von denen, also zwei hier, ja, und das drehen wir dann auch Front, machen dann den normalen Sexy Move, ja, und dann drehen wir die zwei wieder zurück und dann haben wir direkt das weiße Kreuz, das gelbe Kreuz, also in statt zwei Schritten haben wir dann in einem Schritt das gelbe Kreuz. Ja, genau. Aber bei dieser Linie muss man sie waagrecht nehmen. Und dann, wenn ihr die Linie direkt am Anfang habt, müsst ihr hier nur den einmal machen. Also ihr könnt, obwohl ihr zwei verschiedene Stellungen habt, einmal die gerade waagrechte Linie und einmal hier diesen Winkel, könnt ihr das in einem Mal den Algorithmus machen, lösen. Und wenn ihr nur einen gelben Stein alleine in der Mitte habt und keinen Winkel oder keine Linie, dann müsst ihr es auch einmal machen und dann könnt ihr, dann habt ihr so wieder diesen Winkel und dann nehmt ihr einfach diese zwei wieder, hier, sexy move und wieder zurück. Und ja, genau. So habt ihr dann am Ende ein gelbes Kreuz. Danach muss man die Kantensteine richtig einordnen. Und dafür brauchen wir zwei Kantensteine, die oben und rechts richtig stehen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die findet. Also, wir haben hier jetzt mal das Blaue, okay? Aber wir haben neben dem Blauen keinen richtigen. Also drehen wir weiter, okay? Hierhin. Wir haben das Rote ist richtig. Das ist nicht richtig. Aber das. Also, was machen wir? Wir haben zwei nebeneinander richtige und deswegen drehen wir es so, dass hier das oben ist und hier rechts. Also, das ist es eigentlich. Jetzt zeige ich euch den Algorithmus und der geht hier nicht vergessen, nicht so machen oder so, sonst funktioniert er nicht. Immer hier die zwei richtigen, hier oben und rechts haben. Der Algorithmus geht so. Rechts, ab, R-Strich, ab, rechts, ab und R-Strich. Und jetzt noch einmal abdrehen. Dann können wir gucken, blau richtig, rot richtig, grün richtig und orange richtig. Also haben wir jetzt alle Kantensteine richtig eingeordnet. Warum sind jetzt eigentlich Kantensteine richtig? Was hat dieser Algorithmus gebracht? Der Algorithmus hat diesen und diesen hier
nicht verändert, weil die ja schon richtig waren. Der hat diesen und diesen Kantenstein vertauscht. Also es war der blaue Kantenstein hier, dieser Stein war hier und dieser Stein war hier. Und der hat einfach so einfach mal getauscht. Wenn ihr aber nach mehrerem Suchen kein einziges Paar findet, welches so richtig steht, ja, sondern sich nur gegenüber steht, also wenn nur grün und nur blau so gegenüber richtig sind oder natürlich auch nur rot und hier orange sich gegen richtig sind und kein rot und blau hier richtig oder grün und rot, also nicht nebeneinander richtig sein kann, dann macht er einfach genau den gleichen Rhythmus. Einfach egal wie ihr guckt gerade. Und jetzt haben wir das noch nicht ganz gelöst. Wir haben jetzt aber hier einen und hier einen. Also haben wir jetzt wieder das zweimal. Also wir haben hier jetzt das da. Und das drehen wir nach oben und nach rechts und machen den wieder. Also, diese werden getauscht. Falls ihr sehen könnt. Ja. R, U, R-Strich, U, R, U, U, R-Strich. Und jetzt können wir das auch noch mal einmal weiterdrehen. Und jetzt haben wir alle Kantensteine schon gelöst. Wenn jetzt alle Kantensteine richtig stehen, muss man die Ecksteine an die richtige Stelle bringen. Darum suchen wir uns jetzt einen Eckstein, welcher schon an der richtigen Stelle ist. Hier. Und drehen unseren Würfel so, dass er bei uns in der rechten Ecke ist, also in dieser. Da ist er ja schon. Den Algorithmus, den ich euch zeigen werde, dreht die anderen drei Steine, die noch nicht richtig sind, also diesen, diesen Stein und diesen Stein. Könnt ihr sehen, es passt nicht, passt auch nicht und passt auch nicht. Dreht er gegen den Uhrzeigersinn. Also dieser Stein geht hierhin, dieser hierhin und dieser hierhin. So, los geht's. Der lautet U, R, U-Strich, L-Strich, U, R-Strich, U-Strich, L. Und jetzt, wie ihr seht, dieser war hier vorher. Hier, dieser, da. Und dieser da ist immer noch nicht richtig. Und deswegen müssen wir das noch einmal machen. Das gleiche gilt auch, wenn man direkt am Anfang keinen richtig platzierten Stein findet. Ich zeige es euch gleich, was ich meine. Aber zuerst machen wir das erstmal richtig. Und zwar U, R, U-Strich, L, U, R-Strich, U-Strich, L. Und jetzt, nach zweimal, sind alle Steine an der richtigen Stelle. Hier ist richtig, die auch, die sind sogar schon richtig gedreht. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich meine mit, wenn ihr nicht direkt am Anfang die richtigen Steine findet. So, wir sind jetzt wieder hier, dass wir den Stein suchen, den Eckstein suchen, der an der richtigen Stelle ist. Hier. Dieser Stein, der ist nicht an der richtigen Stelle. Dieser Stein auch nicht. Dieser auch nicht. Und dieser auch nicht. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal diesen Algorithmus. Und dann wird auf jeden Fall ein Stein an der richtigen Stelle sein. Wieder. U, R, U-Strich, L-Strich. U, R-Strich, U-Strich, L. Und jetzt gucken wir nochmal. Das passt nicht. Das passt nicht. Der passt nicht. Also lassen wir ihn hier an der rechten Stelle und machen jetzt den Algorithmus so oft, bis, also in diesem Fall zweimal, bis er zuerst hier gewandert ist, der Stein, und der natürlich auch die alle, zuerst hierhin und dann hierhin. Und dann wäre er an der richtigen Stelle. Ihr könnt den Algorithmus aber auch rückwärts machen, wenn ihr seht, dass ihr die Steine nicht beim ersten Mal direkt an die richtige Stelle bringen könnt.
Was meint das? Ihr bringt die Steine sozusagen dann im Uhrzeigersinn, ihr dreht sie im Uhrzeigersinn. Das heißt, dieser geht anstatt hierhin, hierhin. Und dann wäre es ja direkt schon an der richtigen Stelle. Dieser würde dann hierhin gehen und dieser hierhin. Und dann wäre das nach einem Mal auch direkt schon richtig. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal den umgekehrten Algorithmus. Dieser lautet dann L-U-R-U-L-U-R-. Und dann wieder eins weiter. Und ihr seht dann, der ist direkt beim ersten Mal an der richtigen Stelle. Dieser ist direkt beim ersten Mal an der richtigen Stelle. Und dieser ist direkt beim ersten Mal an der richtigen Stelle, weil wir ihn dann im Uhrzeigersinn gedreht haben. An diesem Punkt unterscheidet sich jetzt meine Methode von der Originalanfängermethode. Die Originalanfängermethode wäre jetzt so, dass ich euch jetzt den Aufzug noch mal ein bisschen anders erklären würde. Aber ich drehe jetzt auf die weiße Seite, da dieser Schritt jetzt einen sexy Move beinhaltet. Also R, U, R, U. Und wenn man diesen sexy Move 6 Mal hintereinander macht, also jetzt für mich nur noch 5 Mal, dann sind alle Steine wieder an der gleichen Stelle wie vor 6 Zügen. Mache ich jetzt also nochmal 5 Mal. Und jetzt haben wir wieder den gelösten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder gelöst. Und wenn man das einfach vor dem Fernseher mal macht, dann könnt ihr das auch irgendwann sehr, sehr, sehr schnell. Und da spaltet sich das von der Schnelligkeit. Dann merkt man das wirklich. Erstens ist der Sexy Move viel, viel einfacher als dann der Aufzug, weil natürlich es einfach im Fluss geht, wenn man das irgendwann leicht und schnell kann. Und den Sexy Move zu lernen ist einfacher als diese Aufzugmethode zu lernen. Jetzt habe ich euch ein bisschen von den Unterschieden erzählt, aber jetzt machen wir wieder weiter. Und zwar, wir machen jetzt den Sexy Move, bis der Stein gedreht ist, sozusagen. Also machen wir jetzt 1, 2, so oft bis er gedreht ist, 3, 4 und dann ist er gedreht. Und dann lassen wir das an. Wir machen jetzt nicht 6 Mal oder so. Und jetzt ist wichtig, dass wir nur die untere Seite drehen. Also wir drehen nicht so, um den nächsten Stein zu drehen, sondern wir drehen nur die Unterseite und wir bleiben auf der blauen Seite. Ihr könnt euch immer aussuchen, welche. Ist egal, welche anfängt. Aber immer auf einer Seite bleiben dann. Ich muss jetzt zum Beispiel immer auf der blauen Seite bleiben und die blaue Seite muss mich sozusagen die ganze Zeit angucken. Sonst funktioniert das nicht und ihr habt den Würfel wieder komplett verwirrt. So, jetzt drehen wir die untere Ebene und machen wieder den Sexy Move. So oft, bis dieser Stein gedreht ist. Also 1, 2, 3, immer noch nicht, 4, wieder 4. Jetzt drehen wir ihn noch einmal, bis zu dem Stein, der noch nicht gedreht wurde. Und dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4. Und jetzt drehen wir die letzten Mal so und haben den Würfel gelöst. Falls ihr das wieder vergessen habt, gehen wir es nochmal schnell durch. Und zwar, man macht zuerst das gelbe Kreuz. Dann drehen wir die Kantensteine an die richtige Seite. Dann drehen wir die Ecksteine in die richtige Ecke. Und jetzt drehen wir die Ecksteine richtig herum. Jetzt haben wir den Würfel gelöst. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und habt noch zukünftig viel Spaß am Cuben. Und das war's. Tschüss!